Regio TV Plus besucht heute den Musiker und Dirigent Raphael Ilg an der Probe von einem von seinen kommenden musikalischen Konzertprojekt 50 Jahre ABBA. Das wird am 19. und 20. November in der reformierten Kirche Bottmigen aufgeführt mit Chor und Band. Aber zuerst möchten wir mal ein bisschen mehr über dich erfahren, Raphael, und über das Projekt. Schön bist du da, schön dürfen wir heute mit dir reden. Ich freue mich. Ich möchte gerade mal als erstes fragen, kommst du aus einer musikalischen Familie oder macht deine Familie etwas ganz anderes als du? Also musikalisch ist die Familie schon. Meine beiden Eltern machen gerne Musik, aber nicht professionell. Mhm. Aber da bist du doch der Einzige, der den Weg professionell beschritten hat. Aber Musik gemacht haben wir immer in der Familie und durch das bin ich auch dazu gekommen. Und du hast schon früh angefangen, ich glaube Knabenkanterei, Oboe. Genau, Knabenkanterei war das allererste gewesen. Also durch Singen bin ich zur Musik gekommen. Dann ist es mit Oboe weitergegangen. Ja. Und ich kenne dich ja noch vom Gymi. Du hast ja auch Musikmatur gemacht in Münchenstein. Wie ist es denn die Weg weitergegangen nach der Matur? Wo hat es dich hinverschlagen? Nach der Matur habe ich angefangen, Oboe zu studieren an der Musikakademie Basel. Und habe das dann bald, weil mich das Dirigieren eben schon immer gereizt und interessiert hat und ich es auch schon gemacht habe, je nach Möglichkeit, habe ich dann das als Nebenfach beleidigt. Ja, und jetzt hast du dich recht etabliert als Musiker. Du leitest verschiedene Chöre, du gibst Oboenunterricht, du trittst auch Konzertant mit Oboen auf. Hast du fixe Ensembles, die du leitest im Moment? Ja, also eben hier, die Margrethe-Kantorei bin ich in Bottmigen, die ich seit einem Jahr leite. Dann habe ich das Orchester Allschwil, also Kammerorchester Allschwil, aber mittlerweile stimmt der Name nicht mehr, es ist eigentlich symphonische Besetzung. Dann habe ich ein Streichorchester, wo wir so projektmässig proben, Streichorchester Entrakt. Ein Bläserquintett, wo ich regelmässig mitspiele. Das sind so die regelmässigen. Und singen tust du auch selber noch? Ah, da habe ich, genau. Ja, genau. Gerade heute oben dann auch wieder ein Auftritt. Mit der Comedian Harmonist. Also Harmonist Basel heissen wir, wir singen Lieder von der Comedian Harmonist. Du hast aber auch einen recht ausgefüllten Stundenplan. Hast du jeden oben andere Chöre, die du leitest, oder tust du noch unterrichten tagsüber? Ja, also ich tue drei Nachmittage in der Woche unterrichte und dann eigentlich an diesen drei Nachmittagen, die ich unterrichte, tue ich oben auch noch ein Ensemble leiten. Du hast im Rahmen deiner Maturaarbeit damals ein tolles Projekt gegründet. Vielleicht kannst du mir ganz kurz erzählen, was das war. Eben weil mich das Dirigieren schon immer so gereizt hat und ich einfach eine Möglichkeit gesucht zum Dirigieren, habe ich einfach gefunden. Ich stelle jetzt hier ein Orchester, also ich versuche ein Orchester und ein Chor zusammenzustellen, wo wir dann ein Projekt zusammen machen. Und das hat, hat funktioniert. Und das gibt es bis heute? Daraus ist dann Juventus Musica Basel entstanden. Das leite ich jetzt zwar nicht mehr. Wir haben dort am Anfang haben wir gesagt, wir machen es bis wir 30 sind, die das zusammen gegründet haben. Und ab 30 geben wir es der jüngeren Generation weiter. Und das ist jetzt letztes Jahr der Fall gewesen. Ja. Also seit letztem Jahr habe ich das nicht mehr. Aber ja, bei der Maturarbeit, das ist eigentlich so meine Initialzündung zum Dirigieren. Das ist der erste Teil von Mendelssohn Elias, haben wir aufgeführt, wie man das Werk eben, also schon als Kind sehr am Herzen gelegen ist. Ich komme ja von der Knabenkanterei, sehr aus dieser Musik, Mendelssohn Klassik. Genau. Aber jetzt hier mit dem Chor machst du jetzt etwas gar nicht Klassisches. Ja, wie ist es das so zu dem Chor? Das hat mir der Chor auch gesagt. Ja. Das ist schon 50, aber gibt es ja jetzt 50 Jahre. Ja. Die haben sich gegründet im 1972. Wie bist du auf die Idee gekommen, mit dem Chor ABBA-Konzert zu machen? Ja, ABBA ist mir auch schon seit der Jugend sehr am Herzen. Also ich liebe die Musik, das habe ich immer sehr gerne gehört. Und dann habe ich schon lange eigentlich damit gerechnet, wenn 50 Jahre ABBA ist, also 2022, muss ich irgendetwas mit ABBA machen. Das ist eigentlich schon lange im Kopf gewesen. Jetzt haben wir es einfach umgesetzt. Also mit dem Orchester Allschwil im September haben wir ein grosses ABBA-Konzert gemacht. Mit der Musikschule zusammen auch. Und jetzt mit dem Chor.
Und das kleine Band-Trio, die sind auch schon als Band fix, die kennst du und hast du dazu genommen? Die kennt vor allem den Chor. Mhm. Also das ist eine zusammengewürfelte Band, wo aber sind immer wieder die gleichen Leute, die zusammen spielen. Es ist Cuba Libre Band. Cuba Libre, ja. Also du tust dirigieren, du tust Oboen unterrichten, das stimmt. Ja. Du trittst auch auf mit Oboe in Orchester. Ist das für dich so der perfekte Ausgleich, dass du all diese Sachen machst? Oder würdest du dich gerne mehr auf einen Weg auch fokussieren? Nein, ich finde das super. Ja. Also ich denke an mich, sonst würde es mir... Also ich weiß nicht, ich will einfach nicht, dass man eine Sache verleidet. Ja, also ich mache alles sehr gerne. Ja. Was halt ist an der Morgen, gibt es durch die verschiedenen Sachen immer sehr viel zu organisieren. Da bin ich froh, dass das Musiker am Morgen Zeit haben, daheim zu arbeiten. Ja, genau. Aber das braucht es dann halt wirklich. Das ist so ein bisschen das Problem, weil ich manchmal denke, manchmal wäre vielleicht doch besser ein bisschen weniger, dann gäbe es nicht mehr so viel zu organisieren. Aber so rein das Praktische, wenn es darum geht, Musik zu machen, die verschiedenen Sachen, würde ich nicht missen. Und jetzt eben auf den Winter hin hast du sicher ganz viele verschiedene Konzertprojekte und eben jetzt auch das am 19. und 20. November. ABBA, 50 Jahre ABBA in der Reformierte Kirche, Bottwigen. Genau. Herzlichen Dank, Raphael. Schön, haben wir bei dir sein und auch ein bisschen in eure Probe reinhören und noch weiterhin gutes Proben. Herzlichen Dank, dass ihr gekommen seid. Schön. Ja, dann haben wir uns mit